Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Natürlich Hannah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Special Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Natürlich Hannah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Natürlich Hannah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Natürlich Hannah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Natürlich Hannah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Natürlich Hannah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Natürlich Hannah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ein Foodhaul von mir. 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 Und Foodhaul von mir. Food Diary von mir. Food Diary von mir. Food Diary von mir. Food Diary von mir. Ja. Ich rasch aus, ich sag's euch eh. Wie doof kann man sein und immer diesen doofen Aufnahmeknopf nicht drücken. Warum? Ich reg das jetzt wirklich auf, dass ich das nicht aufgenommen habe. Hey, kann man eigentlich so sein? Ach, bin ich doof. Hannah, wie kannst du nur so doof sein? Egal, ob ein chinesisches... Gesund. Ausgewogen. Gesund und ausgewogen. Also die Benotung... Dieses unterstützt mich lediglich dabei, ein grünes mit einem roten hergestellten Fertigprodukt. Dieses unterstützt mich lediglich ein grünes mit einem und rotes. Dabei ein grünes und rotes Industriehertig zu erkennen. Dieses unterstützt mich eigentlich nur dabei, ein grünes mit einem roten Fertigprodukt, die sich in der gleichen Kategorie befinden, zu unterscheiden. Genau. 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 Der Nutri-Score, ein Symbol, das uns helfen soll, ein gesundes Lebensmittel von einem ungesunden Lebensmittel zu unterscheiden. Ja. Weihnachten ist vorbei, stellst dich auf die Waage und fliegst fast in Ohnmacht, als du die Zahl siehst. Von was das kommt, fragst du? Vielleicht von der vierwöchigen Weihnachtsvorbereitungszeit, indem wir uns nur auf Plätzchen, Schokolade und Raclette konzentriert haben. Ja, das ist sehr gut möglich. Das wieder loszuwerden, das wird eine sehr große Herausforderung. Und wie du das am besten schaffst, das erzähle ich dir heute in diesem Video. Ja, wer kennt's nicht? Die neuen Vorsätze fürs Jahr. Ab 1.1. esse ich nur noch gesund und mache jeden Tag Sport. Bist du auch in der Situation? Dann pass auf jeden Fall ganz genau auf, denn in diesem Video geht es um Vorsätze. Wie du sie genau richtig angehst und wie du sie auch definitiv durchhältst. Ich esse jetzt nur noch 1000 Kalorien, um richtig, richtig schnell abzunehmen. Bitte, tu das nicht. Wenn du den Gedanken hast, dann schau dir bitte dieses Video an. Ich will abnehmen. Gesund und langfristig, genau. Aber wie mache ich das? Ich habe abnehmen gehört. Du willst abnehmen. Okay, dann setz dich. Ich erzähle dir in diesem Video, wie du langfristig, gesund und dauerhaft dein Gewicht verlieren kannst. Also heute nur Obst und Kohlsuppe. Ich habe schon Hunger, wenn ich weiß, ich kann nur das essen. Wirklich, mir knurrt der Magen jetzt schon. Auf jeden Fall endlich satt essen. Ich habe so Hunger. Also bei einer Kohlsuppendiät darf man ja Kohlsuppe so viel essen, wie man möchte. Gott sei Dank. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Also ich glaube, ich breche das einfach ab. Mein Magen, egal wie viel ich trinke, mein Magen. Der knurrt, er knurrt, er knurrt. Es geht einfach nicht mehr, wirklich. Man hört es vielleicht, mir geht es echt nicht gut. Kleidung, ich gehe jetzt los und zwar gehe ich jetzt die Tüten von Too Good To Go holen. Dann sind hier mehrere solche Salate drin. Geht so, würde ich mal sagen, so ein Salat. Dann ist hier noch so ein Stück... Ich kenne die verschiedenen Namen nicht. Und ein Kopfsalat ist auch noch drin, so ein kleiner. Der sieht eigentlich auch noch mega gut aus, wirklich. Wenn ich gezählt habe und ich war dann wirklich 5 Kalorien, 10 Kalorien über meinem Bedarf, was ich am Tag essen durfte, war ich schon in Panik. Egal ob herzhaft oder süßes, ich habe dann einfach alles gegessen, was ich so finden konnte. Und habe mir dann immer gedacht, ja, ab morgen fange ich dann wieder an. Ja, da musste ich einfach an die Menschen denken, die ich einfach noch mal gern umarmt hätte und einfach ihnen gesagt hätte, wie lieb ich sie habe.
Aber ich muss euch was erzählen. Und zwar, ich habe so verschlafen wie noch nie in meinem Leben. Ich muss selber über die ganze Sache lachen. Start. So eine traurige Wurst drauf. Oh. Und jetzt das Außere abgeschlossen. Da sind wir jetzt die lieber. Die Konsistenz hier ist also sehr anders. Schnitt. Die Konsistenz hier, wenn der Zucker oder... Ist das Zucker eigentlich? Ja. Ja. Also die Konsistenz... Schnitt. Ich glaube, die dritte. Ich glaube, ich kaufe sie auch. Erste vegane Produkt. Jetzt bin ich auf die Paula gespannt. Ist die auch so ungesund? Die Paula ist eine Kuh. Ich halte mir den Mund. Ich hab mir nicht so einen pepsüßen Geschmack im Mund. Pepsüße. Wie man auf Schwäbisch sagt. Wie du mit meinem Cousinchen. Tada! Denn ich muss euch sagen, ich hab's endlich geschafft. Ich zeig's euch. Mein Zertifikat ist angekommen von der SGD. Ich bin jetzt offiziell Ernährungsberaterin. Ich habe mit einem sehr gut abgeschlossen. Ja, somit wünsche ich euch natürlich, Hannah, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Startet gut durch und wir sehen uns auf jeden Fall in einer meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Jahr 2023, weil es einfach ein paar Veränderungen mitbringt und ihr werdet einiges davon auf jeden Fall erfahren. Einiges muss leider privat bleiben, aber ja, ich freue mich auf das Jahr 2023. Das wird klasse und ja, wir sehen uns.